Um was geht's denn, Mann? Um ihr Update. Also das neueste Update, also meine Haare, die sind jetzt pink. Das wird mir jetzt zu behindern. Ich fahr gleich nach Hause. Ist das jetzt an hier alles? Ja. Alle Kameras an. Ja. Du bist an. Ich bin an. Ton ist an. An. Alles okay. An. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Kanal vom Stanislav Tattoo Club. Und zwar geht es heute um Elisa. Und um meine neue Haarfarbe. Und um ihre neue Haarfarbe. Die jetzt inzwischen, wie lange bist du jetzt bei uns? Gute Frage. Wie lange bin ich? Im Juni hast du angefangen. Ich habe im Juni angefangen. Juli. Juli? Ja. Knapp ein halbes Jahr. Ja, also die Elisa ist jetzt knapp ein halbes Jahr genau. Bei uns im Stanislav Tattoo Club. Hat Anfang Juli mit ihrer Ausbildung bei mir begonnen. Ja. Und wir hatten sie ja schon mal ganz kurz vorgestellt, warum sie hier ist, was sie hier so macht. Und dafür könnt ihr euch auf jeden Fall das erste Video mit Elisa anschauen. Heute geht es einfach darum, wie hast du dich entwickelt, was hast du gelernt, was ist cool, was magst du nicht am Tätowieren, aber davon gibt es hoffentlich nichts. Nein. Ja, erzähl mal, was hast du so im letzten halben Jahr gelernt? Was sind deine neuesten Sachen, außer dass du pinke Haare hast? Also ich habe ja im letzten Video schon angesprochen, dass ich bald auf die echte Haut wechseln darf. Und das ist jetzt auch passiert. Ich habe die ersten Versuche auf echte Haut gestartet und ich bin sehr überrascht, wie gut es funktioniert hat. Was heißt überrascht? Aber ich dachte, es wäre nochmal ein krasser Unterschied von Kunsthaut zu echter Haut. Ist es auch. Aber ich habe trotzdem beides gerockt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Was jetzt am Samstag? Jetzt am Samstag, genau. Hast du dein erstes realistisches Tattoo auch gestochen? Genau. Was hast du denn jetzt schon alles auf Haut gestochen? Wie viele Tattoos hast du gestochen? Was hast du gestochen? Ich habe erstmal mein komplettes Bein als Übungsbein genutzt. Dann habe ich die liebe Jelena tätowiert. Zwei Tattoos durfte ich ihr selber entwerfen. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht, dass ich nicht einfach irgendein Motiv genommen habe, sondern dass ich selber was einfach entwickeln konnte und gestalten konnte. Also wer keinen Bock auf die Pinterest-Kopien ja, hat, genau. Kann sich bei Jelena, bei Elisa melden. Ja, die anders denkt auf Instagram. Die erstellt für euch auf jeden Fall geile, einzigartige Vorlagen. Wir blenden auch einfach mal zwei, drei Sachen ein. Sehr und, gerne. Und ja, ansonsten willst du dich aber trotzdem auf die Realistik-Richtung Ja, auf jeden Fall. Und als ich einen Schlagring gestochen habe, ich habe direkt gemerkt, das ist das, was ich machen will, ja. Jeden Tag Schlagringe? Jeden Tag Schlagringe, nein. Ein realistisches Motiv zu machen, genau. Ein realistisches Motiv zu machen oder mehr? Ach ja, so viele, wie es geht, her damit. Ja. Ja, ansonsten, was passiert? Arbeitest du noch beim Hals, Nasen, Ohren? Ja, aber ich verkürze das jetzt auch, dass ich 3 Tage noch in der Praxis arbeite und 3 Tage hier im Tattoo-Club angestellt bin. Und, ja? Also angestellt bist du ja nicht. Ja, stimmt, ich bin selbstständig, aber ja, willst, du hörst dann mir nicht können zu. Wir jetzt 3 Tage die Woche auf jeden Fall bei Elisa euch tätowieren lassen, ab Dezember. Also macht auf jeden Fall Termine aus. Genau. Ja. Ja, dann mal zu einem anderen Thema, oder was heißt zu einem anderen Thema? Ich glaube, das hatten wir sogar im ersten Video auch schon mal kurz angesprochen. Was waren denn so deine größten Herausforderungen? Was fiel dir schwer im letzten halben Jahr? Was ist dir leicht gefallen? Worauf hattest du am meisten Bock? Worauf hattest du nicht so Bock? Beim ersten Mal kann ich mich erinnern, hast du gesagt, du hast gar keinen Bock auf Videos drehen. Ja, das, also von gar keinem Bock zu, ja, es ist besser geworden, aber ich fühle mich trotzdem noch nicht so wohl vor der Kamera. Ansonsten, ja, alles außerhalb vom Tätowieren, was zur Selbstständigkeit gehört, ist noch nicht ganz so vertraut, würde ich sagen. Und mein kleiner Chaoskopf hängt da manchmal ein bisschen hinterher. Das ist das, wo ich mich auf jeden Fall verbessern muss. Ja, das zu dem. Alright, dann vielleicht, was steht denn jetzt noch an? Du hast jetzt schon 3 Tattoos auf Kunden gestochen, beziehungsweise, ja, doch 3 Tattoos. Was steht denn jetzt da noch an? Was kommt in Zukunft von dir? Was ist schon im Kalender? Welche Motive stichst du? Worauf hast du am meisten Bock? Also zu dem, was für Motive, die im Kalender stehen, können wir ja mal die Wonnadoos einblenden. Aber die sind schon weg. Es kommen demnächst noch neue. Zu dem, was ich noch lerne. Ich lerne bald bei dir die Tierhaare und so. Da freue ich mich extrem drauf, wenn ich dann endlich mal süße Tiere aufstechen kann im realistischen Bereich. Oder Motive zusammenstellen, das wollen wir auch noch durchgehen, dass man verschiedene Dinge kombiniert, um komplette zusammenhängende Motive zu machen. Was noch?
Weiß nicht, fällt dir noch was ein? Was wir noch vorhaben? Ja, was stichst du denn noch jetzt auf echte Haut auf? Ach so. Vielleicht? Ich freue mich, ich habe so eine Waffe noch geplant. Ich habe so Lippen, also so einen Mund mit so einer Kugel drin und noch ein Kugelmotiv als Gewinnspiel. Können wir ja alles auf jeden Fall einbauen. Genau. Und bei den Kugeln, das ist das Gewinnspiel, was wir geplant haben. Wenn du willst, kannst du es ja auch nochmal erzählen. Da kann man doch noch dran teilnehmen, oder nicht? Ja, bis das Video hochkommt. Nicht? Nee. Scheiße. Ja. Okay. Aber es gibt bestimmt nochmal ein Gewinnspiel extra auf YouTube. Also wenn ihr Bock auf ein Gewinnspiel in YouTube habt, dann schreibt es in die Kommentare. Okay. Aber das Gewinnspiel ist voll schon vorbei, wenn das Video hochgeladen wird. Das ist das chaotischste Video. Titel: Das chaotischste Video auf unserem Kanal. Wir haben schon lange gedreht heute. Ja, es ist schon spät. Ja. Fällt dir noch irgendwas Abschließendes ein, um dieses komplett chaotische Video zu beenden? Bevor ich mich hier noch aufhänge. Was soll mir jetzt noch einfallen? Keine Ahnung. Okay, damit beenden wir das Video einfach heute. Ich brauche einen Kaffee. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.